Hallo und herzlich willkommen hier, eine neue Folge Blind Tech bei Checo. Mein Name ist Jessie und heute machen wir ein Unboxing. Und zwar geht es um die Bose Frames Audio Sonnenbrille. Und ich bin zufällig über diese Sonnenbrille gefallen. Und da ich ja momentan einiges auch an Kopfhörer teste, hat mich das doch sehr angesprungen, dass ich diese Sonnenbrille, diese Audio-Sonnenbrille doch auch mal teste. Also die Bose Frames Audio-Sonnenbrille, mehr nach dem Intro. So, los geht es mit dem Unboxing der Bose Frames Audio Sonnenbrille, die einen stolzen Preis hat. Ich habe sie jetzt für 215 Euro erworben. Ich bin mal gespannt. Also sie ist, ich habe sie mir bestellt, ich setze euch den Link auch mit rein. Ist natürlich, wie soll das anders sein, mit Kunststoff ummantelt. So. Jetzt muss ich mal gucken, was wir hier haben. Also wir haben auf jeden Fall eine dunkle Box. Auf dieser dunklen Box ist ein Aufkleber. Ich schätze mal, da werden die Produktdaten draufstehen. Da unten ist noch ein Aufkleber. Da ist... Ah, da sind Laschen. Hier kann man es sehen. Da sind Laschen, da kann man das aufziehen oder auch nicht. Doch, kann man aufziehen. Man kann. So, dann habe ich es schon aufgeklappt. Nachdem ich es aufgeklappt habe, habe ich ein schwarzes Teil in der Hand. Ja. Mal gucken, ob da noch was drin ist. Also da ist jetzt noch was rausgefallen. Das ist aber anscheinend das Papier. Mit dem Papier fangen wir so... Ja. Das ist das Papier. Mit dem Papier fangen wir sowieso immer nicht so viel an. Da stecke ich gleich wieder da rein. So, dann haben wir... Ah, da geht's auf. Wow. Cool. Also man hat hier quasi, das ist schon direkt auch ein Brillenetui, das da drin in der Verpackung mit dabei ist. Ich hoffe, man kann es halbwegs erkennen. Dann kann man das hier so öffnen. Das ist, keine Ahnung, Magnet, was weiß ich. Und dann hat man hier direkt auch die Sonnenbrille. Also das finde ich auf jeden Fall schon mal cool mit dem Etui. Die Brille an sich. Also mit der Brille ist es so, man kriegt dafür auch extra Gläser. Mal gucken, ob ich das... So ist vielleicht besser. Man bekommt dafür auch extra Gläser, die man dann austauschen kann. Wie das Ganze dann genau funktioniert, muss ich mal gucken, ob ich Gläser besorgen kann. Möchte, wie auch immer. Die Bügel sind, also wenn man es jetzt so zusammengeklappt anschaut, denke ich, dass es, also es fühlt sich zumindest zusammengeklappt nicht viel anders an als eine normale Sonnenbrille. So, wenn ich jetzt, von hinten ist das Ganze dann schon wieder anders, wenn man das aufklappt. Diese Bügel sind recht breit. Aber die Brille ist erstaunlich leicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Sie ist erstaunlich leicht. Sie macht jetzt auf den ersten Eindruck auf mich einen jetzt nicht ganz so hochwertigen Eindruck, wenn ich ehrlich bin. Es ist schon sehr, ich sag mal, kunststofflastig. Also ich habe mir es ein bisschen... hochwertiger vorgestellt, wenn ich ehrlich bin. Ja, dann wollen wir mal gucken. Mal schnell das iPhone hier aktivieren. Hi, hi, so, jetzt seht ihr mich. Ich war mit dem Unboxing noch gar nicht ganz fertig. Da ist dann noch so eine kleine Tasche dabei. Und da ist dann das Ladekabel dabei. Das ist ein USB-Ladekabel. So, und jetzt kommt das, was ich jetzt wieder persönlich blöd finde. Das ist so ein Kabel. Also es ist wieder nur ein Kabel, das wieder ausschließlich alleine nur die, kommt hier innen, das ausschließlich alleine wieder nur
Mal gucken, ob ich treffe. Magnetisch zieht sich's an für diese Bose-Brille. Taugt. Ich werde nachher auch mal testen, ob man während den Laden, das ist zwar wahrscheinlich sehr unkomfortabel, aber während den Laden auch hören kann. So, und ich werde mich jetzt erstmal schlau machen und sie spricht schon. Das da vorne scheint, hier ist unter dem, wenn man es auf hat, unter dem rechten Bügel ein Knopf, ein kleiner, da habe ich gerade drauf gedrückt und dann hat sie direkt das Sprechen angefangen. Oh, sorry, jetzt bin ich an die Kamera. Dann wollen wir mal gucken, ob wir sie gleich verbinden, aber das mache ich jetzt natürlich mit dem Smartphone, mit dem Apple. Leute, wundert euch nicht, ich höre mein Apple hier, ich habe noch andere Kopfhörer auf, ich habe diese tollen Aftershocks auf, also die sind richtig mega, aber dazu auch ein anderes Mal mehr. Mal gucken, was passiert. Ich könnte sie jetzt einfach auch vielleicht aufsetzen. So, jetzt habe ich quasi die anderen Kopfhörer und auf diese Kopfhörer habe ich jetzt einfach mal die Brille gesetzt, aber schauen wir mal, ob wir hier klarkommen. Ich weiß nicht, ob sie mir steht. Keine Ahnung. Das ist, glaube ich, auch unwichtig, wobei bei dem Preis. Ah, okay, also wir haben direkt jetzt. Das hat eine Sekunde. Ach so. ja. Finde es jetzt gerade witzig, weil jetzt gerade beide Lautsprecher, beide Kopfhörer gesprochen haben. Also schaut her, ich habe jetzt hier das iPhone. Bei dem iPhone habe ich hier schon Bose Doppel. So, jetzt tue ich mal die Aftershocks weg. Mach's mal aus. Das ist, weil ich immer Kopfhörer habe, ist das bei mir mal ein bisschen komisch. Also, wenn ich irgendwie Sachen vorlese oder irgendwas mit einem anderen Smartphone oder so mache, habe ich immer Kopfhörer drin, Leute. Also, ich kann nicht plötzlich sehen oder irgendwas erkennen, sondern es ist tatsächlich so, dass ich dann. AirPods nicht verbunden. Jetzt Taste. hört ihr gerade mein Bose Frames nicht verbunden. Bose Frames verbinden. iPhone. Jetzt die Bose Frames verbinden wir mal. Mal gucken. Mal gucken, ob es guckt. Es verbindet noch Hinweis: immer. Verbindung fehlgeschlagen. Warum? Vergewissere dich, dass Bose Frames eingeschaltet und in Reichweite ist. Oh? Was ist los? Okay. Also Okay, die Urs Taste. die Ursache ich schon, die Brille Bose sagt Frames nicht verbunden. Ready to Bose Frames connect. Probieren wir es verbinden. einfach nochmal. War anscheinend ein Bedienerfehler, ist verbunden. So, nachdem das jetzt cool. Cool. Das gefällt mir. Ja. Das ist schon mal etwas. Ich mache mal meinen Podcast an. Ja, cool. Also, was euch bewusst sein sollte, erster Eindruck ist, funktioniert. Der erste. Also vom Klang her ist es auch nicht schlecht, muss ich ganz offen und ehrlich so sagen. Aber ich habe jetzt nicht sehr laut und ich höre es, wenn ich die Brille jetzt so weghalte. Also das muss ich nochmal testen, wie das so ist, aber ich glaube, man hört es tatsächlich doch ziemlich. Also die anderen hören das ziemlich, was ich da höre. Aber da ich ja ein immer
Kopfhörerträger bin, das bedeutet, ich habe immer irgendeine Art von Kopfhörer auf, ist das eine coole Sache. Dieser kleine Knopf, der An- und Ausknopf ist, da kann man auch Play drücken. Kann man, ja, wenn man einmal, also wenn man jetzt auf Pause gedrückt hat und drückt wieder drauf, dann gibt sie die Informationen, womit es verbunden ist. Ich muss das mal ausmachen, weil ich rede da nämlich gerade was anderes. Wenn man quasi auf Pause gedrückt hat und drückt nochmal drauf, dann sagt sie erst die Informationen, also mit welchem Gerät ist sie verbunden. Ja, jetzt stehe ich auf der Leitung. Sie sagt, mit welchem Gerät sie verbunden ist. Sie sagt den Batteriestand. Und dann, wenn man nochmal drauf drückt, dann startet die Wiedergabe erneut. Ja, erster Eindruck, so weit, so gut. Das mit dem Laden finde ich jetzt persönlich, ja, warum nicht USB-C? Ne? Ich denke mal, das hätte man auch verbauen können. Ich finde es halt schade, dass man wirklich immer noch jetzt... Man hat so viele Ladekabel mittlerweile, es ist echt teilweise nervtötend. So, Zusammenfassung in dem Unboxing ist dabei wie immer Papier. Es ist dabei ein schönes Etui, das ich jetzt gerade nicht aufbekommen habe. Es ist dabei ein Säckchen. In diesem Säckchen ist das Ladekabel. Ja, und natürlich die Brille. Also wie gesagt, es gibt verschiedene Gläser. Da werde ich mal eins neues Glas besorgen und mit euch dann auch die Gläser wechseln. An sich, wie gesagt, ist, wenn ich jetzt nicht wüsste, dass das eine Kopfhörerbrille ist, weiß nicht, wie sie aussieht. Wenn ich jetzt nicht wüsste, dass das eine Kopfhörerbrille ist, würde ich eher sagen, es ist eine 2-Euro-Brille oder 1-Euro-Brille. Na, also alles Kunststoff, es ist alles offensichtlich Kunststoff. Also ich habe jetzt, wenn ich richtig geguckt habe, was aber nicht unbedingt heißt, dass es auch, muss ich noch, mich nochmal informieren, gibt es die in zwei verschiedene Formen. Das eine ist ein bisschen gezogener, das andere ist ein bisschen runder. Und wie gesagt, es gibt noch andere Gläser, aber da muss ich mal gucken, welche Gläser ich da noch besorge oder besorgen kann. Also im Großen und Ganzen, erster Eindruck Klang, super. Erster Eindruck Verarbeitung, naja. Naja, das Ladekabel stört mich ein bisschen, dass das mit anderen, wie heißt das, mit, ja, ihr wisst, was ich meine, dass kein USB-C dran ist, sondern dass das wieder Anschluss, ein anderer Anschluss ist. Ja, ich werde diese Brille testen und ich freue mich darauf, sehr bald meine Testergebnisse mit euch teilen zu dürfen. Und ja, viel Spaß und bis dahin. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Hier gibt es mehr Videos. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, wenn noch nicht geschehen. Eure Jessie.